Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Online-Forums, des Online-Salons, des integralen Forums. Ich bin Heidi Hörnlein von der Wisdom Factory. Die Webseite ist thewisdomfactory.net, wo ihr ganz viele von solchen interessanten Gesprächen finden könnt. Und heute wollen wir sprechen über Co-Creating Europe, also das Europa gemeinsam kreieren, gestalten. Und dazu habe ich zwei Gäste der, wie sagt man, die Gründerinnen dieser Bewegung, Sonja Student und Annette Kaiser. Und bevor wir sie fragen, worum es denn da eigentlich geht und wie wir Europa co-kreieren können, möchte ich euch bitten, euch mal kurz vorzustellen, wer ihr seid, wo ihr herkommt und wieso ihr euch dafür interessiert. Zu beginnen. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte einfach, dass du beginnst, weil du die Initiatorin des Projekts bist. Das ist einfach so historisch war. Und es ist ja auch gut, sich so ein bisschen dran zu erinnern. Deswegen, wir sind ja auch nicht das ganze Team, sondern zu zweit. Aber so von der Reihenfolge von dem Gründungsimpuls, würde ich sagen, fängst du einfach an, Annette. Danke sehr. Ja. Also, zuerst die Frage, wer ich bin. Ich bin die Annette Kaiser, ich lebe in der Schweiz, bin Großmutter, Ökonomin, spirituelle Lehrerin in einem universellen Verständnis von Spiritualität und mir ist die transkulturelle Art und Weise des Verstehens von Spiritualität wichtig und mir ist wichtig, die Spiritualität sozusagen in diese Welt hineinzubringen, da es für mich eine Lebensweise ist. Mal so weit. So, und ich bin Sonja Student, sozusagen ich komme aus der integralen Bewegung, deswegen werden mich da bestimmt auch viele kennen. Ich habe sehr lange, sagen wir mal, im Vorstand des Integralen Forums gearbeitet, habe die DIA gegründet und sie jetzt, ja, leite sie noch und bin gerade dabei zu gucken, wie ich sie weitergebe, dass das Kind auch selbst laufen kann und nicht an die Gründerin gebunden ist. Und ansonsten bin ich sehr engagiert für die Themen Kinderrechte, also Menschenrechte, Demokratie. Also ich würde mich als spirituell inspirierte Sozialaktivistin bezeichnen, arbeite in sehr vielen Netzwerken und habe den Wunsch, dass die Welt, sag ich mal, zu sich kommt, sich ihrer bewusst ist und besser wird. So, und dass wir da täglich dran arbeiten und das eben auch nur gemeinsam können. Das ist, glaube ich, mein tiefer Wunsch, dass wir sozusagen als Menschen menschlich miteinander leben und uns als Teil dieser Welt fühlen und nicht als Herrscher über diese Welt fühlen, sondern in einem guten Kontakt mit unseren Nachbarn, daher auch Europa und auch mit der Natur. Vielleicht so viel erstmal. Ja, danke schön. Das ist wunderbar. Wir sind ja gerade hier in Europa in einer Situation, wo wir nicht so recht wissen, wie es weitergeht. Nicht? Alles redet von Brexit und die Italiener, ich lebe in Italien, die spenden ja auch ordentlich. Und, und es geht immer nur, man hat das Gefühl um Macht und um, es geht eigentlich gar nicht so um die Welt. Andererseits brauchen wir Europa als Macht, um den anderen Mächten was entgegenzustellen. Und was ich jetzt höre, dass eure Bewegung die Spiritualität nicht nur einbeziehen will, sondern sie eigentlich die Menschen daran erinnern will, dass es ohne das nicht geht. Denn wir sind ja praktisch dahin gekommen, wo wir jetzt sind, weil wir die Kirche verloren haben und einen anderen Bezug zum, wie soll ich das nennen jetzt, zur Unendlichkeit, sage ich mal, nicht gefunden haben. Und das finde ich jetzt total interessant und ich würde euch bitten, da mal ein bisschen drüber zu erzählen. Annette, wie hast du dir das vorgestellt, als du angefangen hast, diese Bewegung zu gründen? Ja, ich möchte vielleicht sagen, weißt du, durch das, dass ich in der Entwicklungszusammenarbeit sehr lange tätig war, und speziell die Frauenfrage war mein Spezialgebiet,
und ich mich natürlich mit dieser Welt sehr auseinandergesetzt habe und dann aber auch verstanden habe dabei, dass wenn der Mensch sich selbst nicht wandelt, dass wir diese Friedensbewegung oder diese Entwicklung, wo sich Armut auch ausgleicht in ein würdevolles Leben für alle Menschen, das habe ich einfach gesehen, wenn dieser Teil nicht mitkommt, dann geschieht ganz vieles in der Repetition. Ich war zum Beispiel zuständig für Simbabwe 1981 von der Swiss Aid. Das war der Übergang von Rhodesien zu Simbabwe. Und wenn wir schauen, wo Simbabwe heute steht, mit all diesen Entwicklungen, dann deutet das einfach darauf hin, es braucht beides. Innere und äußere Entwicklung, und das ist nicht trennbar. So, deshalb habe ich mich dann der spirituellen Entwicklung lange gewidmet und aber gleichzeitig immer auch Projekte unterstützt in der dritten Welt. Und es war Europa, ich lebe in Europa, ich liebe Europa, ich liebe da, wo ich liebe die ganze Welt, das ist nicht nur so Europa, aber ich habe einfach gesehen, die Entwicklung, die hier stattfindet in den letzten Jahren und dass da Dinge geschehen, die Armut wird größer, der Reichtum wird sozusagen mehr zentriert, wir haben Nord-Süd-Gefälle, Ost-West in Europa ist ein großes Thema. Dann haben wir die politische Situation, wir haben auch die wirtschaftliche Situation, die finanzielle Situation, die soziale Gerechtigkeit ist auch ein großes Thema. Und das scheint irgendwie in Extreme sich zu formen, wo wir einfach der Überzeugung sind. Und das hat mit Spiritualität etwas zu tun. Wir haben aufzustehen, wir haben einzustehen für eine Welt aus der Perspektive von Prior Unity, also der Einheit vor jeglicher Verschiedenheit, in einem universellen spirituellen Verständnis, das inklusive ist und das eben sozusagen diese revolutionären Schlüsselworte von der Französischen Revolution, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit und soziale, ökonomische und ökologische Gerechtigkeit versucht, in der Wertehaltung sozusagen aufzunehmen, einen neuen Impuls zu geben für das wunderbare Europa als Potenzial, was es in sich birgt. Ja, ich kann vielleicht gleich anschließen, weil ich komme eigentlich aus der anderen, also auch aus der sozialaktivistischen Seite. Also ich habe sozusagen mein Leben damit verbracht, für Partizipation, Demokratie, Menschenrechte einzutreten, habe da in der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik gearbeitet, in der National Coalition für die Kinderrechte. Und ich habe festgestellt, dass wenn man sozusagen die Haltung der Menschen nicht verändert, das hat Annette ja auch angesprochen, dass keine wirkliche Veränderung stattfindet. Und das ist natürlich gestützt durch die integrale Theorie nochmal, wo das klar ist, dann mal theoretisch klar, dass man das Innen verändert, dass man das Verhalten verändert, dass man Kulturen, Strukturen verändert. Aber ich glaube, dass wir noch viel stärker fokussieren müssen auf die Einheit allen Seins. Also deswegen finde ich dieses Zusammenkommen jetzt mit Annette und der dritte bei uns ist ja der Thomas Steininger, der Herausgeber von Evolve, dass es wichtig ist, tatsächlich diesen spirituellen Aspekt zu stärken und rauszufinden, wir kommen da alle her, wir haben denselben Grund und unsere Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit entspricht nicht nur der Vernunft, sondern das ist unsere wahre Herkunft. Und ich glaube, das ist auch das Neue, weil ich kenne sonst nicht Bewegungen, wo sehr stark diese sozialen Aspekte verbunden sind mit einer inneren Transformation und das auch klar benannt wird, dass wir genau da starten müssen und nicht sagen müssen, das kommt irgendwann, wenn wir den Rest gelebt haben, dann kommen wir in die höheren spirituellen Sphären und dann wird alles anders und solange konzentrieren sich die einen auf das Äußere und die anderen sitzen auf Meditationskissen, sondern dass wir das als Lebensweise zusammenbringen müssen und wir starten eben dann ganz anders,
aus der Nichtgetrenntheit. Und selbst wenn wir streiten, und das werden wir auch in Zukunft tun, über gute Wege oder die richtigen Wege, dann wissen wir immer, woher kommt das? Und da, dann hat das Ringen um etwas, um mehr Menschlichkeit, um Anerkennung der Göttlichkeit in der Natur, dass wir auf diesem, in diesem Kontext oder auf diesem Boden ringen und nicht sozusagen sofort in feindliche Positionen, in Ideologien und sowas verfallen. Deswegen ist das ein ganz wesentlicher Punkt, dieser Startpunkt bei der Prior Unity, wohl berücksichtigend auch die Verschiedenheit, sozusagen Diversity, also die Einheit in Verschiedenheit, aber auch die Verschiedenheit der Entwicklung zum Beispiel, dass wir die Errungenschaften aus Tradition, aus Moderne und Postmoderne auch würdigen und nicht nur sagen, spirituelle Tradition, wir können nicht zurück, aber wir sind offen zum Himmel und wir würdigen unsere Wurzeln. Und leben sie auch. Das ist, glaube ich, ein schönes Bild für das, was wir sind mitten in Europa. Das klingt wunderschön. Und ich frage mich jetzt, Spiritualität ist ja so ein bisschen in Mode seit einigen Jahrzehnten. Aber es hat irgendwie mehr offensichtlich zu tun, mir soll es gut gehen, ja? Und das ist mehr selbstbezogen. Und die Frage, ist das eure Absicht, die Menschen, die schon mal spirituell offen sind, da noch weiterzuführen? Denn die andere Frage, die ich habe, das sind alle schöne Ziele, aber braucht es dazu nicht auch ein von der integralen Theorie sprechenden höheres Bewusstseinsfeld, also sagen wir mal Second Tier, zweite, wie sagt man auf Deutsch, zweite Stufe Bewusstsein? Denn ich habe das Gefühl, dass es selbst noch in Grün, wo also jetzt Spiritualität wieder aufgelebt ist, da geht es immer noch hauptsächlich erstmal um mich und dann irgendwie um sowas, ich mache was Schickes, ja, irgendwie da draußen in der Welt. Aber als fehlte noch dieses Verständnis der Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, das Zusammenwirken, so wie du das beschrieben hast. So, mein Interesse wäre jetzt, wie wollt ihr... Ja, natürlich, wir können uns treffen, ihr könnt euch treffen und dann sind es 50 Leute und so und wir machen das wunderbar. Aber wie plant ihr, Menschen zu erreichen, um sie da zu inspirieren, da weiterzugehen in die Richtung, die ihr gerade genannt habt? Also zunächst vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung. Spiritualität für mich, wenn das so ist, hat man eigentlich nicht verstanden, um was es geht. Denn das würde ich als etwas sehr oberflächlich Betrachtetes sehen. Was ist eine Quintessenz der Spiritualität? Ich sage immer, dieser wunderbare Satz von Nisargadatta Maharaj, der sagt, Liebe sagt, ich bin alles, Weisheit sagt, ich bin nichts. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben. Ja, wenn ich alles bin, sind wir ja zumindest in Second Tier oder wir sind alles. Also das heißt alles, was existiert. Und da es eine Lebensweise ist, drückt sich das auch mehr und mehr aus. Aber natürlich, wie du sagst, sind das sehr hohe Anforderungen im hin zu einem bewussten Menschsein, zu einer bewussten Menschheit. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg. Wenn du betrachtest zum Beispiel 1970, wer hat da meditiert? Da musste man noch verborgen sagen, ich meditiere. Heute ist das in, mit positiv und negativ, oder? Aber es wird mehr und mehr, ich meine, es gibt Achtsamkeitsschulungen in Spitälern und so weiter. Also ich denke, es ist schon eine Bewegung, die nicht linear betrachtet sozusagen nur bedeutet, ich entwickle mich. Da gibt es eine andere Dynamik darin, die uns weitet im Bewusstsein, die uns eine, wenn möglich mal, weltzentrische, wenn vielleicht sogar kosmozentrische Perspektive erlaubt, in dem präsenten, wachen Dasein. Und nun sagst du, ja, wer wollen wir da erreichen? Weißt du, ich denke, dass wir vielleicht manchmal auch die Leute nicht richtig einschätzen. Es gibt auch einen gesunden Menschenverstand. Oh,
Menschen sagen, ja, so kann doch das nicht weitergehen. Das gibt es auch. Ich habe das im Dorf, es geht da um die 5G-Angelegenheit. Und der hatte gesagt, dass er sei gar nicht einverstanden, zum Beispiel, dass auf seinem Haus so eine Antenne gebaut wolle. Er wolle sich nicht noch mehr beschleunigen. Jemand, der keine Ahnung hat, von was alles da hinten drin ist, aber es gibt, so weißt du, manchmal wirklich diesen gesunden Menschenverstand. Und da denke ich auch mit den Bewegungen Friday for Future und was jetzt alles im Moment an Bewegung da ist, wenn ich auch Hongkong anschaue, wie viele Menschen auf die Straßen gehen und sagen, nein, so nicht. Das ist großartig. Und ich denke, da können wir uns gegenseitig inspirieren, befruchten und wer weiß. Es ist gut, da geöffnet zu sein, nicht naiv, aber geöffnet zu sein. Und ja, wer weiß. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt hinzufügen, den du ja angesprochen hast mit dem Second Tier oder so. Das ist ja eine Seite der Medaille, die evolutionäre Schiene sozusagen, dass man sagt, man braucht Leader, die das verstehen, wie das Innere und das Äußere zusammenkommen, Spiritualität, Vernunft, also eine integrative Perspektive auf alles, was ist. Das ist sicherlich hilfreich, um so einen Container zu schaffen. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, wenn man jetzt mal von der Prior Unity ausgeht, dann ist das so, dass das unsere, das sind wir ja. Wir wissen das nicht, aber das sind wir. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, das zu erkennen. Wenn das in unserer Kultur jetzt mehr verbreitet ist, haben wir einfach einen anderen Startpunkt. Wir starten nicht entwicklungsmäßig auf weltzentrisch oder so, aber wir starten im Bewusstsein, dass wir eine Welt sind. Und Kinder sagen vielleicht eine Familie, egal wo du herkommst oder so. Und wir müssen lernen, diese andere Seite, also die alles, Wilber hat ja mal gesagt, alles ist perfekt und alles muss sich ändern. Auf die Seite, alles ist schon perfekt und alles ist Ausdruck des einen, da Übersetzung zu machen und nicht nur die Spiritualität in die höheren Entwicklungsstufen zu verlängern. Weil Spiritualität und unser Grund, von dem wir leben, ist von Anfang an da. Und wir müssen Formen finden und eine Sprache finden und Bilder finden, die das viel stärker wieder in den öffentlichen Raum bringen. Dass wir unsere Verbundenheit leben und in dieser Verbundenheit, im Kontext dieser Verbundenheit und nicht der Totalfragmentierung unsere Entwicklung mit all ihren Konflikten auf den verschiedenen Entwicklungsebenen durchlaufen. Und dann haben wir aber in dem Spiel der Entwicklung einen anderen Kontext und einen anderen Startpunkt. Und ich glaube, dass wir in der integralen Bewegung, sage ich jetzt mal so, darüber noch nicht tief genug nachgedacht haben. Und deswegen bin ich sehr dankbar jetzt über die Zusammenarbeit, weil ich glaube, wir haben da auch vielleicht nur mal ein bisschen theoretischen Nachholbedarf, weil wir Integralen sind sehr fixiert auf diese Entwicklungslinien, was wichtig ist, was auch was Neues ist. Aber nicht so sehr zu gucken, was bedeutet das, wenn ich in der Nichtgetrenntheit oder mit Menschen, die aus der Nichtgetrenntheit kommen und Kindern zum Beispiel einen Entwicklungsweg ermöglichen, das wird ein völlig anderer sein als das, was wir bisher bieten. Weil Kinder werden nicht bei Integral oder Meta-Integral starten, aber sie haben einen anderen Startpunkt in der Nichtgetrenntheit und gehen dann da durch. Und das erweist sich auch schon jetzt in dem Projekt, empfinde ich sehr stark in der Art des Zusammenkommens, dass diese Nichtgetrenntheit eben auch immer präsent ist. Auch wenn wir ringen, wie sieht das denn aus, was bedeutet der Ost-West-Konflikt? Wir haben einen anderen Startpunkt und das verändert das Spiel ziemlich. So, wie ich das verstanden habe, das ist eine Lebenshaltung und es ist auch eine Art und Weise, sich zu geben, also zu sein und bestimmte Wege der Kommunikation und wahrscheinlich auch ganz als Grundlage des Respekts voneinander, was ja heute oft mal fehlt, nicht? Dass man sich gegenseitig niedermacht und so. Ja,
da kann ich gut zustimmen. Ich mache in dem integralen Forum diese Frauengespräche jetzt und die sind wunderbar. Die sind ein Ausdruck dessen, wie wir versuchen, anders miteinander zu sein und anders zu kommunizieren und es entstehen zu lassen. Ich nenne das ko-kreative Gespräche. Und das, denke ich, ist auch eine Saat oder ein Samen, sagt man da, um was Ähnliches zu schaffen. Ist wunderbar. Jetzt würde ich euch aber gern fragen wollen, wie genau sieht das aus, die Bewegung? Was genau habt ihr vor? Was genau ist schon passiert? Und wie mag das weitergehen? Und wer kann mitmachen zum Beispiel auch? Ganz viele Fragen. Ja, fangen wir mal am Start an, Annette. Das ist ja ganz, genau. Das war ja eine große Inspiration über viele Jahre. Ne? So. Ja, genau. Also, wenn wir ganz zurückgreifen, dann haben wir, glaube ich, vor 10 Jahren begonnen, uns Gedanken zu machen, wie können wir eine Bewegung kreieren im deutschsprachigen Raum zuerst, die sozusagen aus diesem Einheitsempfinden für eine neue Kultur im Miteinander einsteht. Und da haben wir uns schon getroffen, Sonja und Thomas und noch andere waren dabei, da hatten wir erste Gespräche. Und dann hatten wir ja auch wir zusammen, wir zu dritt, Thomas, Sonja und ich, wir hatten mal so ein MIS gestartet auch, so eine kleine Sequenz von Ausbildung oder Bildung oder Weiterbildung. Und haben immer wieder an diesem Thema sozusagen gearbeitet im Miteinander. Und dann war ein weiterer Auslöser war die integrale Konferenz in Ungarn, ich weiß den Ort nicht mehr, wie er heißt, mit Benze. Schofok, genau. Und da hatten wir Konstellationsaufstellung und da ging es um Europa, Seele Europa und diese Konstellation war irgendwie sehr berührend für uns alle. Und das hat für mich nochmals auch in Anbetracht, weißt du, was in Europa geschieht mit Türkei, mit, weißt du, Ungarn, Polen und so weiter. Jetzt Brexit und Italien, wie du am Anfang gesagt hast, hat gesagt, wir müssen einfach etwas tun. Und so sind wir zusammengekommen, Sonja, Thomas und ich. Und da war zuerst auch noch der Jens dabei. Und dann jetzt heißt, da kam von Info 3 vielleicht so. Ja, genau, von Info 3. Und da sind wir zusammengesessen und haben so Ideen entwickelt von dieses Bewusstseinsfeld, wie können wir das entwickeln? Da waren verschiedene Aspekte, VOX, dann erste Vortreffen, dann ein großes Forum, das wir so geplant haben oder gesehen haben. Also so verschiedene Sachen. Und dann haben wir ein erstes Treffen gehabt in Frankfurt, das war vor 1,5 Jahren. Und da war das einfach eine tolle Sache. Vielleicht magst du was sagen, Sonja, dazu? Ja, wir haben, das waren so 30 Aktivisten und so spirituell inspiriert, aber auch wirklich in der Welt und im Dienste der Welt unterwegs und nicht so selbstbezüglich aus 18 Nationen. Und im Vorfeld hatten wir sehr intensiv gemeinsame Dialoge. Was sind denn eigentlich die Grundlagen dessen? Die Prinzipien, nach denen wir zusammenkommen. Also nicht ein organisatorisches Modell als erstes, sondern was ist unsere Grundlage und haben so zunächst mal 7 Essentials, die dann 8 Essentials wurden auf der Konferenz, weil noch was dazu kam. Die kann ich vielleicht mal kurz nennen. Ausführlich kann man sie dann nachlesen auf unserer Webseite. Das ist die Prior Unity, also der Start aus der Nichtgetrenntheit, eine universelle Spiritualität, nicht eine Spiritualität für bestimmte Religion oder Region oder Männer oder Frauen und so eine, die wirklich universell gilt. Dann so ein Aspekt, versteht sich so evolutionär und integral, also dass man sozusagen die Errungenschaften aus allen Phasen des Lebens wirklich wertschätzt und guckt, wie die eingebracht werden kann. Dann Glocal,
Glocal heißt lokal und global und solidarisch. Also dass wir nicht nur für uns selbst raffen, sondern dass wir als Menschheit sozusagen auch eins sind und auch mit füreinander verantwortlich sind. Das Dialogische, also sehr stark auch vom Thomas Steininger eingebracht, die ja ganz viele damit experimentieren und das auch weitergehen, dass wir sozusagen mit dem anderen in einen tiefen Dialog gehen. Genau das, was du auch von dem du gerade gesprochen hast, Freiheit und Menschenrechte. Und dass es transsäkular ist, dass wir sozusagen das Säkulare schätzen, aber nicht sozusagen nur fragmentierte Individuen aus Materie, sondern dass auch Geist dass es ein lebendiges Universum mit Geist ist und dass wir das würdigen. Und eben, und das kam auf der Konferenz dazu, dieses Ökologische und das Verbundensein mit Mutter Erde. Also, und das waren eigentlich so die 8 Essentials, mit denen wir seitdem arbeiten, die wir versuchen zu konkretisieren, weil die müssen ja jeweils kontextspezifisch auch angewendet werden. Und das ist erst das, was uns verbindet, nicht eine bestimmte Organisation. Das ist eben auch ein Vorteil. Das ist eine Vielfalt von Ländern, eine Vielfalt von Kulturen und von Ansätzen gibt und dass wir uns nicht selbst beweihräuchern, sondern durchaus auch mal aneinander abreiben. Das ist ja sehr erfreulich. Das vielleicht zu dem, und dann haben wir eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, dass wir so Walks machen, wo man sich eben niedrigschwellig mit der Bevölkerung verbindet und einfach mal ins Gespräch kommt, was uns bewegt, was die Menschen bewegt und nicht dozierend und besserwissend durch die Lande ziehen, sondern vor allen Dingen zuhören und authentisch reden. Das ist so ein Punkt. Das ist ein Kollege von uns aus Schweden, er ist Sänger und Künstler und macht auch Walks in der ganzen Welt, der Anders Nieberg, der sozusagen dann auch immer die richtigen Songs, ehemaliger Rocksänger und jetzt auch Folklore, der die richtigen Songs dafür findet. Dann haben wir so Elemente, so Calls, so wie, dass wir zusammenkommen zu bestimmten Themen. Das macht die Elisabeth Diebold, die eben auch internationale Erfahrungen damit hat. Also es ist ein, und jetzt haben wir noch die Annemarie Verheufen, vom Haag Center, die du ja auch kennst, die sozusagen ihre Erfahrungen, brillanten Erfahrungen im Zusammenbringen von Menschen und zum Rausarbeiten von Wesentlichen hat, die jetzt auch unsere neue Konferenz moderiert hat und den Schiffko, und damit höre ich auch erstmal auf, aus Bulgarien, der Gastgeber war unseres letzten Treffens. Da waren wir ja im Plovdiv. So mit dem Ziel, nicht nur in Westeuropa rumzuhocken und auf Osteuropa zu gucken, sondern Osteuropa auch von innen kennenzulernen und unsere etwas Besserwessi-Perspektive auch zu relativieren. Das war sehr hilfreich. Also ich muss sagen, das sind so die Bestandteile, die wir haben. Und dann eben diese Treffen, die einmal jährlich bisher stattgefunden haben und im kommenden Jahr auch zweimal jährlich stattfinden. Aber da kann vielleicht Annette noch mal ein bisschen erklären. Vielleicht darf ich noch Julian erwähnen. Ja, genau. Der ist ja unser Geschäftsführer und das ist ganz wichtig. Das ist ein junger Mann, der auch sehr gut im Netzwerk ist, im Formulieren und eine Begabung hat, eine Begeisterung hat, ein Engagement hat für dieses Co-Creating Europe. Der hat auch eine ganz tolle Webseite erschaffen mit 2 Künstlern, würde ich fast sagen, Website-Künstlerinnen, Künstler. Und die steht jetzt. Co-Creating Europe. Vielleicht. Co-Creating Europe. Punkt. Genau. Kann man auch schön nachlesen. Wir haben inzwischen auch die Essentials, die Essenzen, die 8 ausformuliert, da kann man das auch vertiefen und das ist eigentlich ganz schön geworden und die haben wir auch im Plovdiv vor allem eigentlich vertieft und ausgelotet eben mit den anderen Menschen, die aus anderen Nationen, anderen Kulturen kommen. So, und was das nächste Jahr ist, wir haben das nächste Treffen, wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, in Griechenland sein im April. Und wir haben uns in Plovdiv auch beschäftigt mit noch einmal der Kultur Europas, und zwar
der Vorkultur Europas, 6500 bis 3500 Jahre vor Christus, haben dann gesehen, und wir hatten eine tolle Philosophin, eine Professorin für Philosophie und Politik, die auch sozusagen das Narrativ hineinbrachte von Europa und Zeus, die ganze Geschichte, und wir werden uns in Griechenland unter anderem auch damit auseinandersetzen. Ja, was könnte denn ein europäisches Narrativ sein, wo wir uns alle heimisch fühlen oder aufgehoben fühlen, weil diese griechische Sagengeschichte ist doch vielleicht jetzt Zeit, das nochmals zu beleuchten. Das ist übrigens eine Gemeinschaft, die völlig autark lebt in der Nähe von Korinth, und das ist auch an sich sehr spannend, also das nächste Treffen wird dort stattfinden. Dann ist es so, dass im nächsten Jahr, am 20. September 2020, von der UNO ein globaler Friedenstag ausgerufen ist. Und für diesen 20. September gibt es schon ganz viele Initiativen, Bewegungen auf der ganzen Welt, die sozusagen auf diesen 20. September Friedenstag global hinarbeiten. Und wir nehmen das auf und sind gerade so dran zu überlegen, wie können wir diese jetzt noch kleinere Bewegung sozusagen als Sammelbecken vielleicht inspirierend andere Initiativen hineinfließen lassen, sodass das einen sichtbaren Ausdruck geben kann von Menschen, die für den Weltfrieden, den globalen, einstehen und die eine Liebe für Europa haben in diesem freien, undogmatischen, weitwinkligen Perspektive. Und danach werden wir im November nochmals ein Treffen vermutlich haben, wo wir nochmals alles sammeln und strategisch weiter überlegen, was können die nächsten Schritte sein. So, weiter mal. Das ist wunderbar. Und wer ist das, der sich da trifft, und wer ist eingeladen mitzumachen und in welcher Form? Du meinst jetzt wo? Du meinst jetzt zum Beispiel bei den Konferenzen oder bei eurer Gruppe, ja? Ihr habt, glaube ich, 6 Namen insgesamt genannt oder 7. Sind das nur die 7 oder wie viel? Sprecht von einer Konferenz, das findet ja meistens mit mehr Leuten statt und nicht nur 7. So, wie ist das zusammengesetzt und wer könnte da eventuell sich beteiligen, wenn er interessiert? Also für dieses, weißt du, Creating a European Field of Consciousness, da haben wir bis jetzt Menschen angefragt, die eine Resonanz haben mit dem, wo wir bis jetzt stehen. Und weißt du, weil, ja, das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich ist es natürlich geöffnet für alle, die sozusagen in diesem Sinne einstehen können, für ein Europa und co-kreativ aktiv sind mit dem Fundament dieser 8 Essentials. Das ist ein geöffnetes Feld. Und wer sich wirklich engagieren möchte, diese Menschen können in Kontakt kommen mit uns. Wir freuen uns. Wir brauchen eigentlich viele. Wir brauchen eigentlich demokratisch gesehen alle, damit wirklich eine Bewegung geschieht, wo wir wirklich eine neue Kultur im Miteinander erschaffen. Ja, und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sage ich mal. Also die Walks sind sowieso offen für die regionale Bevölkerung, die da ist. Die werden auf der Webseite auch angekündigt. Aber jetzt diese Caravan, da werden es in einzelnen Städten zum Beispiel oder Regionen Aktivitäten geben, wo wir ganz breit einladen und nicht ein Philosophieseminar oder sowas veranstalten. Und die Menschen, die nachhaltig und wirklich engagiert sich da betätigen wollen, die sind natürlich eingeladen, diesen Kreis, der bisher etwa so 60 Aktivistinnen und Aktivisten
beizutreten und selbst was in die Welt zu bringen, weil das heißt ja nicht umsonst co-createn und nicht consume Europe, sondern dass man, ich sag mal, wir suchen reife Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur immer das Bedürfnis über sich und was ihnen fehlt und wie es sein sollte haben. Da gibt es ja auch genug Betätigungsfelder. Wir wünschen Menschen, die wirklich aufstehen und zwar nicht einmal, sondern nachhaltig und da auch sowas wie eine innere Mission, sage ich mal, klingt vielleicht blöd, aber die sich da berufen fühlen, wirklich einen Beitrag zu leisten. Und das und zwar auf Grundlage dessen, was bereits da ist, zu sagen, da trage ich meinen Teil, da habe ich eine Attraktion. Ich finde Spiritualität plus Sozialaktivismus wunderbar, also bei mir geht das Herz dabei auf, dass wir was Komplettes und Ganzheitliches haben. Und jeder, der das auch hat, ist aufgerufen, sich in der einen oder anderen Form als lokale Gruppe, wie auch immer, da zu betätigen. Und das ist einfach was im Prozess. Also wir haben uns nicht ein Modell ausgedacht, wo sind wir jetzt 2030, sondern haben gesagt, das ist unser Fundament. Wir vertrauen auf diesen Prozess, aber wir tun auch was dafür. So, das ist so die weibliche Art vorzugehen, nicht? So. Co-kreativ zu sein und zu gucken, wo führt uns das hin und immer kurskorrekt, wie man so schön sagt. Ja. Das ist wunderbar. Was ich noch mal fragen wollte, du hast irgendwas mit Caravan und Walks gesagt. Was ist das? Also diese Caravan, das ist dieser internationale Marsch für den Frieden, von dem Annette gesprochen hat. Und da werden wir dann uns einbringen, das jetzt gemeinsam entwickeln. Wie können wir sozusagen diese Essentials, das, was unser Anliegen ist, trägt ja zum Frieden sozusagen in Europa, aber auch in der Welt bei. Wie können wir das da einbringen und wie können wir an verschiedenen Orten entweder so Walks veranstalten, also wo Menschen für Co-Creating Europe so einen Marsch machen, sozusagen, wo wir mit der Bevölkerung diskutieren, wo gibt es Events zum Beispiel in einzelnen Orten. Also da ist ein breites Betätigungsfeld sozusagen, aber auch in Kooperation mit anderen. Also die meisten, die aktiv sind, sind ja nicht nur an einem Platz aktiv, sondern sind zum Beispiel in anderen Netzwerken oder in anderen europäischen Bewegungen oder sowas oder Friedensbewegungen. Genau das mit einzubringen, dass wir dieses Global, dass wir vor Ort sind, aber nicht eine Perspektive haben, die nicht über den Ort hinausgeht. Das ist ja genau das, was unser Problem in der Welt ist, dass wir dann zu enge Grenzen haben. Statt das, die Welt an den Ort zu bringen und das Denken zu öffnen, das Herz zu öffnen, das ist das, was wir machen wollen. Ja, und es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel, weißt du, an Kraftorten überall in Europa, dass sich dort Leute treffen und irgendein Ritual machen oder sowas. Ich habe auch eine Idee, die ich eigentlich immer noch zuerst an euch auch allen vorlegen möchte. Weißt du, dass wir vielleicht am 20. September alle einen Baum pflanzen. Ich würde gerne die Friday for Future Menschen erreichen, dass wir sagen, weil Klima ist wirklich eine Möglichkeit, da etwas aufbauend mitzuwirken, einen Baum zu pflanzen, weil das tut einfach die CO2-Abgabe verringern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da so eine Aktion damit machen, das kann eine Familie sein, das kann ein Junge sein, das kann ein Dorf sein, das kann ganz viel sein, wo wir alle an diesem Tag zum Beispiel so einen Baum, einen Lebensbaum pflanzen für den Weltfrieden. Also solche Aktionen kann ich mir auch vorstellen, weißt du, die einfach sind, aber symbolträchtig sind, oder? Und ich stelle mir das wunderbar vor, wenn ganz viele Menschen ausgerichtet sind an diesem einen Tag speziell und für diesen Weltfrieden und für dieses Co-Creating Europe oder wie eben das benannt wird, einstehen. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ich denke gerade wieder, ich habe ja auch ein bisschen organische Landwirtschaft gemacht. Hier in Italien wäre im September ein Baum pflanzen noch nicht so gut. Da ist es noch zu warm. Da wäre es besser im Oktober.
Ja, da schauen wir. Vielleicht gibt es auch Bäume, die man im September gut pflanzen kann. Das müssen wir halt abklären oder sonst macht man es später, weißt du? Aber es ist ein guter Hinweis, dass nicht ökologische Unvernunft, sondern dass man darüber was weiß und sagt, da startet was und dann geht das bis Ende des Jahres. Der Walk geht ja länger. Also wir sind gerade, du bist sozusagen jetzt Teilnehmerin dieses Prozesses, sozusagen aus möglichst vielen Perspektiven und vielfältiger Kompetenz, was zu entwickeln, was auch dann im nächsten Jahr tragend ist und die Themen miteinander verbindet. Dass nicht jeder sein eigenes, der eine für den Frieden, der andere für die Umwelt, der dritte für Demokratie, dass wir sehen, das ist eine Richtung, in die wir gehen. Und da hat das alles Platz und es ist gut, für die einzelnen Sachen einzutreten und nicht nur für was Vages Ganzes, aber sich so weit zu öffnen, dass da Platz für ist. Weil sonst kriegen wir das nicht hin, wenn jeder seinen kleinen Club nur verwaltet und diese große Perspektive verbunden mit einem großen Herzen, das ist eigentlich das, was das tiefste Anliegen ist. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie sieht es aus mit der Politik? Geht ihr in die Politik? Macht ihr da eine Arbeit? Also in dem Sinne, sprecht ihr mit Abgeordneten oder versucht ihr Einfluss zu nehmen oder die für euch zu begeistern auch? Für diese Ideen? Oder ist das ganz von der Politik weg? Ich sehe das alles in einem organischen Prozess. Im Moment, denke ich, sind nicht die ersten unbedingt, die man anspricht als Politiker. Aber wir sind wiederum geöffnet. Ich glaube, es braucht alle Ebenen. Und es braucht Leute, die Zugang haben zu Politikern. Und da auch einfach mal so, vielleicht familiär sogar, vielleicht, weißt du, ja, noch nicht offiziell, dass da Gespräche stattfinden, Dialoge, also Dialogkultur für mich mit allen, die daran interessiert sind, selbstverständlich. Ja, würde ich auch so sehen. Das ist ein zivilgesellschaftlicher Impuls, aber nicht antipolitisch, sondern eigentlich zutiefst mit dem Wunsch, dass das mal Politik wird. Und dass wir nicht Politik für wenige machen, sondern Politik für alle, die nachhaltig ist. Und ich denke, das wird sich ergeben, weil die einzelnen Bewegungen natürlich auch mit Politik in Kontakt sind. Und wenn sich sowas entwickelt, dass auch, man sieht es ja in Fridays for Future, sich Politik auch verändert. Ja. So, das ist ganz wichtig, dass man sich nicht so abgrenzt und sagt, wir sind so ein spiritueller Club oder wir sind so ein Club, sondern sagen wir mal, der Wurf ist sehr weit und man kann auch einen großen Schrecken kriegen, wenn man das jetzt so hört. Und das geht uns sicherlich zwischendurch auch mal so, aber tendenziell ist es das ja so, dass wir, wenn wir an Gemeinwohl denken, dann ist das nicht eine abstrakte Idee, sondern sehr konkret, dass wir eine Politik machen für alle Menschen. Und der Wilber hat ja mal ganz schön gesagt, wo dies hat was, müssen Politiker werden. Also auch das sind die auch. Und Politiker sollten vielleicht jetzt mal andersrum gedacht, so ein bisschen wo dies hat was werden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und nicht nur in die eigenen Taschen arbeiten. Genau, dass wir das mitdenken. Also dieses schöne Wort im Deutschen, Gemeinwohl. Ja. Na, das ist ja Wohl, Wohlergehen. Man hat so manchmal das Gefühl, vor allen Dingen auch hier in Italien, dass es nicht um Gemeinwohl oder um Menschen geht, sondern nur um was anderes. Ne? Das ist, ich will da jetzt nicht gerade drüber reden. Ich habe noch eine andere Frage. Es gibt ja bestimmte Kreise, in Orange, sagen wir mal, die mit Spiritualität nur so gar nichts am Hut haben. Jedenfalls soll man es nicht nennen. Wenn es dann aber, wenn es durch die Hintertür kommt, sie durchaus bereit sind, das anzuerkennen. Die Frage an dich, Annette, wie kriegst du das hin, mit allen Leuten über das zu reden, was und so zu reden, dass man nicht denkt, oh Gott, jetzt Buddhismus oder irgendwas. Ja, also, dass nicht diese Reaktion kommt. Ich habe eigentlich keine Probleme mit dem, ehrlich gesagt, weil erstens kenne ich, wie soll ich sagen, durch meine eigene Entwicklung ganz viele Stadien in den Entwicklungen und wenn ich sehe
oder spüre oder empfinde, dass jemand nicht versteht, was ich meine, dann oder sehe, das ist nicht die richtige Sprache, dann kann ich eine Sprache wählen, die vom Herzen kommt und einen Ausdruck wählt, der verständlich ist. Und ich merke einfach meistens, ich habe fast keine Erfahrungen, wo irgendeine Ablehnung geschieht. Wenn ich selber authentisch sein kann und bin und transparent und auch, weißt du, wahrhaftig im Sinne, dass ich weiß, da gibt es Stärken, da gibt es Schwächen und ich sehe das, ich habe auch Kinder, weiß ich bin Großmutter und so, ich habe einen Ehemann. Verstehst du, ich kenne ganz vieles und wenn ich da einfach authentisch bin und ein Beispiel sein kann, eine kleine Inspiration für jemanden anderen und den einfach akzeptiere als das, was er ist, und nicht in die Wertung gehe. Das heißt nicht, dass kein Unterscheidungsvermögen da ist. Es ist sehr wohl da. Aber ich habe eine Liebe für die Menschen. Das ist einfach so. Und aus dieser Liebe heraus schmelzen die meisten und öffnen sich irgendwie so, dass wirklich ein Gespräch stattfindet. Ja, und das kann man sehen, dass du eine Liebe für die Menschheit hast. Das strahlst du total aus, ja. Wunderbar, so das würde dann bedeuten, dass wir erstens die Sprache entwickeln müssen, die Sprachfähigkeit mit den Menschen auf verschiedenen Ebenen zu sprechen. Wenn man merkt, das kommt nicht an, was ich sagen will, in hochtrabenden, theoretischen oder sonst wie, dass wir lernen, es anders rüberzubringen, wovon wir sprechen wollen. Und zum anderen auch diese Herzensgüte entwickeln in unserer eigenen Praxis, in dieser die Menschheit leben, wie du gesagt hast, nicht? Ja, ich glaube, die Herzensöffnung ist ganz wichtig, weil ich glaube sogar wirklich, weißt du, intuitiv, wenn du ja mehr gegenwärtig bist, spürst du, wo die Menschen sind. Und du kannst sogleich in dieses Feld hineinschwingen und es ist Dialog, weißt du, ich lerne aus jeder Situation auch. Und es ist wirklich ein Austausch. Ich lerne von allem. Ja. Das ist die richtige Haltung, nicht? Mhm. Wenn wir was Veränderung erwirken wollen, dass wir nicht so tun, als wüssten wir eh schon alles, sondern dass wir immer noch diese Neugier haben und von anderen lernen wollen. Genau. Weißt du, ich glaube auch, dass diese Herzensöffnung verbunden sein muss mit einer Öffnung des Bewusstseins. Also ich glaube sowieso nicht, dass das so völlig getrennt voneinander geht. Das sind ja nur Konzepte, die sagen, das hat nichts miteinander zu tun. Zum Beispiel, ich glaube, dass wenn du hast das Beispiel Orange genannt, also so jetzt so eine Unternehmen oder sowas, wo es um Wirtschaft geht, aber Orange, sage ich mal, in der Entwicklungshierarchie oder Holarchie heißt ja Selbstwirksamkeit auch. Das ist ja eine große Qualität und wir haben oft ein Bild sozusagen von dem, wie wir so eine Entwicklungsebene erfassen, dass das was Negatives ist. So. Und was ist denn daran negativ, dass wir selbstwirksam sind und dass wir etwas schaffen? Das ist die Entstehung der Menschenrechte, das ist weltzentrisches Bewusstsein, das ist doch super. Und wir müssen aufhören, uns mit den pathologischen Formen zu identifizieren und sozusagen mit Klischees und solchen Kästen durch die Welt zu laufen, sondern die Qualität jeder Entwicklungsstufe auch zu würdigen. Und dann können wir uns auch nicht nur strategisch oder als Maßnahme, irgendwie kriege ich die schon, sondern wertschätzend so einer Ebene auch öffnen. Weil die brauchen wir uns in uns selber. Wir brauchen die ganzen Errungenschaften der gesamten Entwicklungsspirale und nicht nur Top 23 und sagen, wir sind immer oben. Das ist sowas, da müssen wir einfach Abschied von nehmen. Und integral heißt ja eigentlich Liebe zu allen Entwicklungsebenen, Menschen auf allen Entwicklungsebenen. Und wenn man dann noch aus der Einheit des Seins kommt und sagt, wir sind sowieso verwandt und kommen vom selben Stall, sag ich mal, um das mal ein bisschen witzig zu formulieren, dann spricht da vieles dafür, dass wir diese arrogante Haltung aufgeben und uns wirklich in den Dienst des Gemeinwohls stellen. Weil das kann man schon
auf der Ebene gut begreifen. Und ich denke, das war so ein bisschen unglückliche Darstellung als Hierarchie aufsteigend, sodass wir automatisch damit irgendwie Werte verbunden haben in den Anfängen unserer theoretischen Auseinandersetzung mit Integral. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehört, auch mit einem in Schweiz lebenden, aber nicht Schweizer, Patrick Cassidy, ein Aikido-Lehrer. Und der hat eine Theorie entwickelt, wo es konzentrische Kreise sind, wo es so klar ist, dass alles in dir enthalten ist. Und das fand ich irgendwie sehr, 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 sehr schön. Vielleicht sollten wir als Integrale doch mal drüber nachdenken, es ein bisschen anders darzustellen. Weil ich sehe immer wieder, wenn ich mit Leuten, die neu in Integral sind, die sind so begeistert von dem, dass wir jetzt aufsteigen können und dann das Untere vielleicht da mal, ja. Ja. Ja, das und das ist ja auch eine Bereicherung und es hilft wirklich auch auf das Integrale zu schauen aus einer Position, die wirklich offen und frei ist. Ja. Ich sag mal, die Freiheit im Integral und die Freiheit vom Integral ist, glaube ich, sehr hilfreich für solche rein aufstiegsorientierte Menschen, so die, was verständlich ist, aber das wirklich zu relativieren. Also so. Und das ist, glaube ich, auch die reife Form. Wollte ich gerade sagen. Ist auch eine Entwicklungsart, eine Entwicklungsweise, wo wir dann hinkommen. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt fast eine Stunde schon miteinander geredet und ich würde euch jetzt nochmal bitten, da nochmal, was noch nicht gesagt wurde, anzubringen. Und ich weiß nicht, was immer noch richtig wichtig ist, was er auf jeden Fall gerade der deutschsprachigen Hörerschaft mitteilen wollt. Ich habe, das ist jetzt was Pragmatisches, also auch einen großen Wunsch, dass wir Unterstützung kriegen dafür. Also so, dass Menschen vielleicht damit einsteigen, dass Menschen das auch fördern mit einem kleinen Beitrag, weil es ist eine große Kraft, sozusagen sowas überhaupt dauerhaft zu verankern. Und am schwersten ist immer die Anfangsphase, so ist das leider im Leben. Das wussten wir auch vorher, aber da brauchten wir auch wirklich Unterstützung, dass wir diese Minimalstruktur, die wir haben, also mit unserer Geschäftsführung und diesem jungen Mann, dem Julian, der mit viel Herzblut da arbeitet, dass wir das auch sichern können und auch so ein Fundament haben, von dem aus wir arbeiten. Dass uns mit einem kleinen Betrag auch zu unterstützen oder auch sich jetzt an dem Marsch zu beteiligen, und eine kleine mitzukommen oder selbst was zu initiieren, je nachdem, wie stark man berufen ist. Weil ich glaube, wir sind wirklich jetzt gefragt, in Europa aktiv zu sein. Und das ist nicht was von später. Und da ist, sagen wir mal, das, was wir machen, ist ein kleiner Beitrag. Wir haben nicht den Anspruch, jetzt alles zu führen und alle hinterher oder so. Da bringen wir etwas ein, was, glaube ich, sehr kostbar ist. So als Segment oder als Samen, der da wachsen kann, sodass auch die anderen Bewegungen, die großartige Arbeit leisten, auch etwas davon haben und sehen, man muss sich nicht entscheiden zwischen seinem klugen Verstand und Spiritualität. Das ist ja schon mal, in meinem Leben war das sehr hilfreich zu sehen, dass man beides hat und das auch zu ermöglichen, dass auch diesen Samen zu pflanzen, nicht nur Bäume zu pflanzen, aber auch diesen Samen zu pflanzen, dass Spiritualität und Engagement für die Welt überhaupt nicht trennbar sind. Und dafür sage ich nochmal einfach unsere Website, co-creating.europe.eu. Und da kann man sich auch weiter informieren, also sich schlau machen über das Projekt. Und habt ihr da einen Donate-Button? Das haben wir noch nicht, der kommt aber noch drauf, da arbeitet der Julian zurzeit dran. Also das, ja, also von ein Konto bei der GLS-Bank, wie sich das gehört, für gemeinwohlorientierte Organisation, sag ich mal so. Das ist einfach sehr hilfreich. Also für uns, glaube ich, auch, wir ermuntern uns ja immer selbst und ermutigen uns auch, wenn es mal schwierig ist. Also so zu gucken, das kriegt auch ein bisschen Unterstützung von außen, ist einfach für die Seele auch ganz gut, sag ich mal.
Ja, ich hoffe, dass durch dieses Video ein paar mehr Menschen davon erfahren und sich inspirieren lassen. Ja, ich denke, danke Sonja, dass du das so nochmals erwähnt hast. Weil es ist so, wir machen das ja alle freiwillig und wir brauchen eigentlich nur ein bisschen Unterstützung für Julian im Moment und da sind wir sehr froh. Und gleichzeitig, wenn du hast ja gefragt, was wünschen wir? Ich wünsche eigentlich, dass ganz viele Menschen sich öffnen in Liebe für dieses Europa, aber als Teil für diese Welt. Das Teil ist diese Welt und eine Liebe für die ganze Welt. Und daraus sich eine Weisheit entfalten würde, die wirklich dem Frieden, dem Weltfrieden dienlich ist. Darf ich noch eins ergänzen? Das ist sehr schön auf unsere Konferenz. Man weiß ja oft, wenn man in Europa ist, sieht man das ja gar nicht von außen. Und ich fand, das hat mich sehr berührt. Das hat, glaube ich, der Aftat Oma von der Beridien-Universität eingebracht. Und das ist ein Zitat einer französischen Philosophin, die heißt Julia Kristeva. Und die hat gesagt, dass unser Projekt so was macht, was die Europäer oft gar nicht so sehen. Von New York, also ich zitiere mal, von New York oder Peking aus gesehen, ist Europa wie ein Blumenstrauß. Es ist schwierig für die einzelnen Blumen eines Straußes, die Einheit zu erkennen, mit der sie verbunden sind. Zumal die Essenz dieses Straußes nicht zum Gegenstand echter Aufmerksamkeit gemacht wird. Und ich finde das schön, in einem Projekt zu machen, wo mit dem Bild eines Blumenstrauß und nicht sozusagen einer Spitzhacke oder so. Das ist ein besonderer Flavor oder Duft, den Europa auch hat und der Duft, der auch den Weltduft bereichert. Ach, hoffentlich können die Menschen den Duft ihrer Blume auch wahrnehmen und das dann beisteuern für den Strauß. Ja. Wenn ihr damit glücklich seid, mit der Information, die ihr rausgegeben habt, dann würde ich sagen, danke ich euch ganz arg, denn das war ein ganz schön, sehr, sehr schönes Gespräch. Und ich lerne auch langsam wieder auf Deutsch zu sprechen, nachdem ich ja nun nicht mehr so viel Englisch rede. Und es macht mir Spaß, weiterhin auf Deutsch solche Interviews zu machen. Und wenn ihr weiterkommt und was anderes noch sich auftut, können wir gerne wieder miteinander sprechen. Ja? Wunderbar. Ja. Also ich danke dir auch sehr. Das war, ich sag mal, ein großes Vergnügen. Nicht so wie ein Interview, sondern eine gegenseitige Inspiration. Also wir haben ja auch vieles rausgefunden, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Das heißt, du hast auch so einen wunderbaren Rahmen gesetzt. Danke dir dafür. Ja, das ist meine Form von Co-Kreativität. Da ist so ein bisschen Echo drauf und ich bin froh, dass es vorhin nicht war. Und ja, danke nochmal. Und ihr, der das hört, engagiert euch. Geht auf die Seite, guckt an. Ich habe sie gesehen, die ist sehr schön. Und sobald der Donate-Button ist, dann draufdrücken. Okay. Ja. Tschüss und Dankeschön. Ja, danke dir. Danke dir.